auch in Kölner Parks kriminellen Entwicklungen vorzubeugen, gehen die Polizisten der Rheinmetropole hier regelmäßig Streife. Arne Schneider und Tom Meyer wollen gerade zum Auto zurück, als plötzlich ein Nackter auf einem Fahrrad ihren Weg kreuzt. Hey, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie mal stehen! Hallo! Hey! Wie im Verkehr, der? Gut. Ich gebe das durch. Oh, hast du das gehört? Ja. Arnold für die 1533 haben im Stadtpark einen Hilfeschrei leisten. Hilfe. Hallo, ist irgendwas passiert? Oh, da kam so ein Spinner angefahren. Auf dem Fahrrad? Ja, der hat mich umgefahren, mein Handy ist komplett. Den haben wir gesehen. Haben Sie gesehen, wo der hingefahren ist? Da lang irgendwo. Hier links oder da hinten raus? Ich meine da rum. Hier rum, okay. Ja, Sie sind auch verletzt. Haben Sie starke Schmerzen? Irgendwie was gebrochen oder irgendwie sowas? Ich habe mich nur erschrocken und ich habe es mir neu gekauft. Jetzt komplett kaputt. Ja, das ist natürlich ärgerlich, das stimmt. Also wir haben jetzt auch den nicht gesehen, also wie er ausgesehen hat. Deswegen. Haben Sie einen Ausweis oder Ihre Personalien, dass ich das schon mal aufnehme? Bevor die Beamten die Personalien aufnehmen können, kommt es zum nächsten Zwischenfall. Nur wenige Meter entfernt brennt eine Mülltonne. Sagen Sie, merken Sie nichts? Alles okay bei Ihnen? Geben Sie mal Ihr Bier her. Machst du? Hey! Das schöne Bier. Ja, das schöne Bier. Wollen Sie hier den Wald anzünden oder was? Den Park? Wir haben nichts angezündet. Sie stehen hier mitten im Rauch. Wollen Sie mich verarschen oder was? Was kann wieder dafür, was hinter unserem Rücken passiert? Was hinter Ihrem Rücken passiert? Sie sehen auch gerade nicht, was hinter Ihrem Rücken passiert. Ja, aber wenn es sogar raucht, dann sehe ich das, was ich mit dem Rauch stehe, oder? Oder seid ihr so zu, dass ihr nichts mehr merkt, gar nichts mehr? Ah, eins, zwei Bierchen. Stellen Sie kurz mal die Flasche weg, ja? Du hast noch ein bisschen Reste drin. Haben Sie das angezündet oder was? Nein, wirklich. Wir standen einfach hier, haben ein bisschen entspannt. Rauchen Sie? Nee, wir rauchen nicht. Nein, wir rauchen nicht. Raucher. Rost das kurz mal raus? Ja. Das ist schwer zu erkennen, aber. Die Klamotten? Wessen Klamotten sind das überhaupt? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben hier keine Ahnung. Wir standen einfach rum, haben ein, zwei Bierchen getrunken. Und dann hat es auf einmal um sie rumgequalmt und sie halten es für ganz normal, oder was? Ja. Das passiert das öfter, wenn sie irgendwo stehen, dass es qualmt. Ja, bisher war es das erste Mal, aber man fängt immer klein an. Okay. Ja. Ja. Was haben Sie da genau? Was haben Sie da in der Tasche? Holen Sie das mal raus. Geh mal her. Ja, der Kollege hat es ja gut rausgeholt. Gleich kurz mal die Marke. Ich dachte, Sie rauchen nicht. Ja, wie gesagt, an sich rauche ich auch eigentlich nicht, aber. Eigentlich nicht, aber jetzt zufällig doch, oder was? Arne, das ist die gleiche Marke übrigens. Ja, okay. Ja, dass die Kommunikation zwischen den beiden Betrunkenen und uns jetzt nicht so ganz gepasst haben, ich denke, das hat man gemerkt. Dass sie uns von Anfang an nicht die Wahrheit erzählt haben, da sind wir relativ schnell drauf gekommen. Ist leider relativ üblich, dass die Betrunkenen meinen, sie müssten uns nach Strich und Faden verarschen. Müssen bei der Polizei dummerweise auch nicht die Wahrheit sagen, das ist halt so. Sie standen aber unmittelbar vor einer brennenden Mülltonne, wo Klamotten angezündet waren. Wir haben hier einen Nackten, der durch den Park geradelt ist. Was darauf schließen lässt, dass die Klamotten ihm vielleicht gehören. Die wollten uns erzählen, dass sie mit dem Brand nichts zu tun haben, standen voll im Rauch. Die Sachen wurden mit dieser Zigarette angezündet. Der eine von den Betrunkenen hat anscheinend vergessen, dass er eine Schachtel Zigaretten einstecken hatte und hat uns angegeben, er würde nicht rauchen. Also hier hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Der Verdacht liegt nahe, dass die in Brand geratenen Klamotten dem nackten Fahrradfahrer gehören. Der taucht erstaunlicherweise nur wenige Augenblicke später wieder auf. Hier, da ist er doch schon wieder. Stopp, absteigen. Fahrrad hinlegen. So. Wer sind Sie? Hey, was ist los? Was ist los mit Ihnen? Ich sitze da hinten mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, ja? Und da fährt der Perversling an uns vorbei. Der Familienvater ist aufgebracht, weil der nackte Fahrradfahrer seine Kinder mit seinem Anblick völlig verstört hat. Die Beamten trennen die Kontrahenten. Sie bitte ein Stückchen zur Seite. Was ist denn für Ihre Kinder? Wir kommen wieder auf Sie zu, okay? Wette verloren. Sie haben eine Wette verloren. Was für eine Wette? Und mit wem haben Sie gewettet? Mein Kumpel ist. Wer sind Ihre Kumpel? Da die beiden. Die haben gesagt, wir kennen dich noch nicht mal, sorry. Können Sie Ihrem Kumpel mal was geben, dass er sich das überziehen kann? Wie gesagt, wir kennen den nicht, keine Ahnung. Ich kenne den auch gar nicht. Leon, hol mal meine Klamotten.
Ich würde sagen, die sind gerade abgefackelt worden. Wer bist du denn überhaupt? Ey? Also, was stimmt mit dir nicht? Okay. Also, ganz cool. Okay, gut. Also, ihr geht jetzt mal bitte wieder zu eurem Mülleimer und holt dem Kumpel oder den Unbekannten die Sachen, damit er sich was anziehen kann. Wir gehen mal hier ein bisschen, kommen Sie mal her und dann erzählen Sie uns mal genau, was hier jetzt passiert ist. Wie gesagt, Wette verloren. Ja, was für eine Wette? Was haben Sie gewettet? Ich hab den Mund ein bisschen voll genommen. Hab gesagt, ich schaff 50 Liegestütze. 50 Liegestütze? Was heißt den Mund ein bisschen? Haben Sie ein bisschen zu viel getrunken? Ja. Minimal. Das dritte Bier, was da stand, war für Sie, weil das waren nur zwei. Nehme ich mal an, oder? Ja. Sind das Ihre Kleidungsstücke? Sind das Ihre Sachen? Hey. Du sagst, soll es ihm geben. Ja, jetzt kann ich damit nichts machen. Ich sagte geben und nicht bewerfen. Ja. Okay, gut. Also wie viel haben Sie getrunken? Eins, zwei, drei. Okay, wir machen gleich einen Atemalkoholtest. Jetzt erzählen Sie erstmal, um was gewettet wurde. Kommen Sie mal hier zu mir in die Mitte, nicht, dass Sie gleich nochmal abhauen. Ja, mein Fahrrad liegt hier. Ja. Also, erzählen Sie uns mal, was passiert ist jetzt. Ja, keine 50 Liegestütze geschafft und Wetteinsatz war. Der Verlierer fährt nackt mit dem Fahrrad durch den Park. Der Atemalkoholtest ergibt satte 1,7 Promille. Damit hat der Nackte nicht nur die Wette, sondern auch seinen Führerschein verloren. Wir würden jetzt alle mit auf die Wache nehmen. Nehmen Sie Ihre Sachen mit. Ja? Stimmt, haben wir auch noch gemacht. Ihre Personalien haben wir, oder? Die habe ich soweit aufgenommen. Das heißt, wir werden Sie auf jeden Fall kontaktieren. Und er muss es dann bezahlen, oder? Wenn das Gericht so entscheidet, ja. Also entweder er zahlt es freiwillig, wenn er das nicht freiwillig macht, haben Sie natürlich die Möglichkeit der Klage. Und dann würde das Gericht dann entscheiden. Ja, es tut mir leid jetzt für Sie, ne? Aber die Herrschaften sind so dermaßen angetrunken, dass sie überhaupt nicht realisieren, was hier überhaupt vor sich geht. Deswegen nehmen wir die jetzt mal mit, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Genau, du holst. Genau diese Richtung, Sie auch. Genau. Haben Sie da noch was stehen außer dem Bier? Wo wollen hier Sie stehen hin? Lassen Sie das hier mitnehmen? Nee. Also summa summarum haben wir hier etliche Straftaten. Wir haben hier einmal Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil der junge Mann hier ja nackt durch die Gegend gefahren ist. Dann haben wir hier eine Körperverletzung. Dann haben wir hier eine unterlassene Hilfeleistung, da er weitergefahren ist. Eine Sachbeschädigung von dem Handy. Dann haben wir eine Sachbeschädigung durch das Entzünden oder Anzünden der Klamotten von dem Fahrradfahrer. Die beiden Herren kriegen die gleiche Palette mit Anstiftung, obwohl die Körperverletzung denen nicht zuzuschreiben ist. Das ist das, was jetzt im ersten Blick auf jeden Fall erstmal hängen bleibt.